Sie hören den Monatsspruch für den Monat Juli. Gott ist nicht ferne von uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Ein starkes Stück Bibel, eine tolle Zusage. Wir bei Gott und er bei uns. Viele Menschen haben diese Erfahrung im Laufe ihres Lebens gemacht. Gott ist bei mir. Ich habe mich getröstet gefühlt und gestärkt. Freilich gibt es auch die andere Erfahrung, Zweifel im Leben, Wegstrecken, wo wir gefragt haben, wo bist du, Gott? Ich habe Ihnen heute etwas mitgebracht. Das Wort weben kommt ja im Monatsspruch vor. Eine Webarbeit entstanden im Kindergarten, eine Tasche, die mein Sohn damals im Kindergarten gewebt hat. Sie kennen das, den Webrahmen mit dem Schiffchen und man die Fäden fassen und lassen muss und so entsteht nach und nach ein Teppich. Eine schöne Struktur mit vielen Fäden, die eingewebt sind. Für mich ein schönes Bild für unser Leben. Lebensfäden, unterschiedliche Fäden, unterschiedliche Farben, die ein Ganzes ergeben. Lebensfäden, wenn wir zurückdenken an unsere Jugendzeit, die Schulzeit etwa, Kindergartenzeit. Vielleicht der erste Kuss, die erste Liebe, die berufliche Tätigkeit. Wir gründen eine Familie und vieles fügt sich ineinander. Ich lade Sie ein, heute die Fäden Gottes in Ihrem Leben zu entdecken. Gott in meinem Leben, Gott in Ihrem Leben. Und gewiss ist er nicht oft direkt sichtbar. Manchmal können wir Gottes Nähe und sein Trösten nicht erkennen. So wie man auch nicht jeden einzelnen Faden hier in diesem Stück gewebten, in dieser Tasche erkennen kann. Machen Sie sich doch auf den Weg und schauen Sie auf Ihr Leben zurück. Gehen Sie die Wegstrecken nach und Sie werden entdecken, da war Gott bei mir. Da, wo es mir schlecht ging und ein Mensch kam und mich getröstet hat, angerufen hat, die Tochter, der Sohn geholfen, die Nachbarin oder wo ich anderen Menschen eine Freude habe machen können, wo wir Erfolg hatten, wo es richtig gut lief, aber auch bei den engen Tälern. Dann, wenn man hinuntergeht ins tiefe Tal. Bestimmt haben Sie da auch etwas gespürt und gemerkt, ich bin nicht allein. Wir weben und wir leben in Gott. Gott ist nicht ferne von uns. Ich wünsche Ihnen viel gute Erfahrungen beim Suchen und auch beim Anschauen des eigenen Lebens. Und mögen Sie in Ihrem Lebensteppich, ähnlich wie hier, immer mal wieder die Fäden Gottes erkennen, wo er, Gott, bei Ihnen gewesen ist. Die Corona-Zahlen sind niedrig, Geschäfte, Kinos und Restaurants machen auf. Viele freuen sich auf die Ferien. Die Delta-Variante gewinnt an Bedeutung. Dennoch macht sich Entspannung breit. Das Aufatmen ist wirklich zu spüren. Jetzt ist es Zeit, dass die Verantwortlichen in Politik über Maßnahmen für die Zukunft nachdenken. Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler dürfen nicht noch einmal unvorbereitet im neuen Schuljahr lernen und unterrichten müssen. Die Landesregierung hat eine Corona-Enquete beschlossen, um Maßnahmen für die Zukunft zu projektieren. Menschen müssen begleitet werden.
Familien in engsten Wohnverhältnissen, Jugendliche, die die Jugend nicht leben konnten, psychisch Kranke, die sich isoliert haben, um nur einige zu nennen. Sie brauchen gezielte Maßnahmen, Projekte und Unterstützung. Darum geht es jetzt. Die Zeit jetzt darf nicht noch einmal verschlafen werden wie im letzten Sommer. Hey du, ja du, stopp mal kurz, nicht weiter blättern. Lies mal bitte aufmerksam diese Anzeige. Warum, fragst du? Ist doch klar, weil sie für dich wichtig ist. Denn du bist doch auf der Suche nach einer Ausbildung, die dir Spaß macht, die sinnvoll ist und dir eine finanziell gesicherte Zukunft bringen kann, oder? Natürlich ist sie auch systemrelevant. Also, tue etwas für deinen erfolgreichen Start ins Berufsleben und bewerbe dich gleich für eine Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau. Dass auf dich nette Kolleginnen und Kollegen warten, versteht sich ja von selbst. So, worauf wartest du noch? Mit deiner Ausbildung zur Pflegefachkraft stellst du selbst die Weichen für deine erfolgreiche berufliche Zukunft. Einer Zukunft, an der du aktiv teilhaben solltest. Sie sind auf der Suche nach etwas Besonderem, etwas aus der heimischen Region, etwas Gesundem? Dann haben wir genau das Richtige für Sie, nämlich unsere Honigspezialitäten sowie die hochwertige Naturkosmetik aus der hauseigenen Imkerei des Seniorenzentrums Sonnenhalde. Egal, ob Sie etwas für Ihren eigenen Gebrauch benötigen oder ob Sie auf der Suche nach einem schönen Geschenk sind. Mit dem Kauf von Honigprodukten aus der Sonnenhalde-Imkerei erwerben Sie hochwertige, heimische Spezialitäten zum günstigen Preis und unterstützen gleichzeitig durch Ihren Kauf die Tierhaltung in dem Seniorenzentrum Sonnenhalde. Kommen Sie auf einen Besuch vorbei und überzeugen sich von der Vielfalt und der Qualität unserer hauseigenen Imkereiprodukte. Wir freuen uns darauf. Herzlich willkommen zu Wir versilbern das Netz, eine Videoerklärreihe von Wege aus der Einsamkeit e.V., Facebook und weiteren Partnern. Heute geht es um die Funktion Fotografieren und Kamera. Die App heißt Kamera und die sehen Sie hier häufig mit einem roten Viereck und da ist eine kleine Kamera drin. Es kann auch etwas anders aussehen, das kommt darauf an, was Sie für ein Smartphone haben. Da klicken Sie mal mit dem Finger drauf und Sie sehen, sofort könnten Sie mit der Fotografie loslegen. Sie können hier verschiedene Einstellungen machen bei der Kamera. Sehen Sie auf Pro, auf Panorama, das brauchen wir aber als Anfänger erstmal gar nicht. Es geht nur darum, dass Sie wissen, dass Sie hier hin und her schieben können. Und so kommen Sie auch auf die Videofunktion. Sehen Sie, dass jetzt hier in dem weißen Kreis ein roter Punkt ist? Wenn Sie jetzt losdrehen wollen, dann müssen Sie nur mit dem Finger hier auf diesen Kreis gehen. Und jetzt sehen Sie, dass sich hier eine Sekundenzählanzeige zeigt. Das heißt, alles, was ich jetzt erzähle, wird als Video aufgenommen. Meine Sprache und es wird allerdings auch hier der
der Tisch aufgenommen. Und dann, wenn Sie wieder stoppen wollen, müssen Sie hier unten draufklicken. Und Sie sehen, dann steht nur noch Video und keine Sekundenanzeige mehr. Wenn wir jetzt auf Foto gehen, Sie sehen, jetzt ist Foto weiß hinterlegt. Und wir haben hier wieder unten den Auslöser, das ist immer der weiße Kreis. Kann auch variieren von Gerät zu Gerät. Und jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können auch zoomen, das Ganze größer machen oder kleiner machen. Entweder nehmen Sie Ihre Finger, ziehen das Ganze einfach auf dem Display so auseinander. Wenn Sie es zu kleiner wieder haben wollen, einfach wieder zusammenziehen. Oder aber Sie gehen hier auf diese Tropfen. Auch da können Sie die Größe, wie Sie es fotografieren wollen, verändern. Wenn Sie ein Selfie machen wollen, dann müssen Sie sich angucken, ob bei Ihnen unten rechts, manchmal auch oben, so zwei Pfeile zu sehen sind und in den Pfeilen ist ein Punkt. Das ist der Selfie-Modus. Das heißt, wenn Sie sich selber aufnehmen wollen oder Sie wollen mit Ihren Freunden mal ein lustiges Bild von sich selber schießen, dann brauchen Sie den Selfie-Modus. Und da sollten Sie immer die Kamera nach oben halten und dort reingucken, weil dann geht Ihr Doppelkinn weg und die Augen sind auf. Wenn Sie so gucken, ist das kein schönes Foto. Das ist nur ein Tipp, den ich auch von jungen Leuten bekommen habe. Jetzt möchte ich aber kein Selfie machen. Das heißt, ich gehe hier wieder auf diese Funktion und jetzt habe ich wieder die normale Kamera. Wenn Sie sehen wollen, wo Ihre Bilder sind, müssen Sie wieder auf den Hauptbildschirm Ihres Smartphones gehen. Das machen Sie hier unten mit der Nachhause-Taste, mit diesem Viereck. Und dann müssen Sie Galerie suchen. Und in der Galerie finden Sie die Bilder, die Sie gemacht haben. Und dann können Sie sich die Bilder angucken. Hier oben ist ein Pfeil oder hier unten ist ein Pfeil. Hier ist auch ein Mülleimer, da können Sie das auch gleich löschen. Und wenn Sie hier auf den Pfeil gehen, kommen Sie wieder zu all Ihren Bildern zurück. Ich gehe wieder auf meinen Hauptbildschirm. Wünsche Ihnen viel Spaß bei der Fotografie. Tschüss, Ihre Dagmar Hirche. Sonnenseiten, Ausgabe Juli 2021. Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Leserinnen und Leser unserer Zeitung, der Sommer ist nun endlich eingekehrt, die Sonne lacht und viele Blumen blühen in herrlicher Pracht. Die Blumenwiese vor unserem Haus lockt nicht nur zahlreiche Insekten, sondern auch unsere Bewohner an. Einige unserer Senioren pflücken immer wieder begeistert ein Sträußchen, um sich in ihren Zimmern noch einige Zeit lang an der bunten Vielfalt zu erfreuen. Eugen Stockinger, Bild links, der viele Jahre lang die Gartenanlage rund um das Neuenburger Krankenhaus betreute, ist stolz darauf, mit seinem Fachwissen glänzen zu können. Wir alle genießen es, nun auch wieder gemeinsame, alle Wohnbereiche übergreifende Ausflüge unternehmen zu können. Ihnen, liebe Leser, wünsche ich frohe und unbeschwerte Sommertage. Bleiben Sie gesund. Ludger Schmidt, Heimleiter. Wir gratulieren zum Geburtstag unseren Bewohnern Emmy Jeuter, Brigitte Gussmann, Susanne Dennecke, Magdalena Kübler, Dorothea Haag, Leni Gentner, Gisela Frohberger, unseren Ehrenamtlichen Waldemar Gress, Ursula Schmidt, Ingeborg Imhoff, unseren Mitarbeitern Bianca Schock, Matthias Heinkel, Michelina Di Giorgio,
Solange Bachmann, Beata Laia. Herzlich willkommen, Melike Jener, Helga Kunze, Monika Fischer, Otto Klaus. Jeder Tag ist ein Geschenk, Wissenswertes zum Kalender. Der Freitag ist der Tag zwischen Donnerstag und Samstag. Er ist der germanischen Göttin Freya gewidmet. Der eine oder andere mag sich schon gefragt haben, warum man an einem Freitag in der Regel arbeiten oder zur Schule gehen muss. Genau wie der Dienstag und der Donnerstag hat der Freitag nichts mit dem deutschen Wort zu tun, das sein Name beinhaltet. Vielmehr ist der Tag der germanischen Göttin Freya gewidmet, der Schutzherrin der Ehe und Mutterschaft. Bereits im altbabylonischen und später im römischen Reich war jeder Wochentag einem Gott oder einer Göttin zugeordnet. Der Freitag war der Tag der Venus, deren germanischen Entsprechung Freya ist. Während im Deutschen die germanische Entsprechung der Venus, Freya, die Benennung des Wochentages inspirierte, ist die römische Bezeichnung in anderen Sprachen noch gut hörbar. Die Franzosen freuen sich am Vendredi auf das nahende Wochenende, die Italiener am Venerdì und die Spanier am Viernes. Der Freitag ist mit viel Aberglaube behaftet. So gilt der Tag in vielen Kulturen als Unglückstag, besonders für eine Reise, die an diesem Tag beginnt. Andererseits soll der Freitag ein guter Tag zum Säen sein. Fällt der 13. Tag eines Monats auf einen Freitag, gilt dies vielen Menschen als besonders bedeutungsschwanger. Für die meisten ist Freitag der 13. ein Unglückstag. Es gibt aber auch Menschen, die diesen Tag als Glückstag sehen. Im Islam ist der Freitag der Ruhe- und Bettag der Woche, vergleichbar mit dem Sonntag in christlich geprägten Kulturen. Das Freitagsgebet gilt als eine der wichtigsten religiösen Handlungen der Woche. Der Freitag gilt in vielen Kulturen, darunter in allen deutschsprachigen Ländern, als fünfter Tag der Woche. Der internationale Standard ISO 8601 legt den Freitag ebenfalls als fünften Wochentag fest. In Ländern wie den USA, Kanada und Japan fängt die Woche mit dem Sonntag an. Der Freitag ist also der sechste Tag. Die meisten slawischen Sprachen bezeichnen den Freitag als fünften Tag, während im Portugiesischen vom Sexta Feira gesprochen wird, dem sechsten Tag der liturgischen Periode. Am Karfreitag gedenken Christen weltweit der Kreuzigung Jesu. Er findet zwei Tage vor dem Ostersonntag statt. Der orthodoxe Karfreitag fällt in den meisten Jahren auf einen späteren Freitag als sein westliches Pendant. Bayerisches Frühstück. Die Bewohner des Wohnbereichs 1 wurden von den Mitarbeiterinnen der Beschäftigungstherapie mit einem deftigen Brunch überrascht. Zu den Weißwürsten und frischen Brezeln passte auch ein frisches, alkoholfreies Bier hervorragend. Wer zu früher Stunde kein flüssiges Brot zu sich nehmen wollte, griff wie gewohnt zu Kaffee oder Tee. Letzte Impfrunde in der Sonnenhalde. Das mobile Impfteam des Enzkreises ermöglichte uns, dank der Impfbereitschaft von insgesamt 66 Impfwilligen, dass im Juli weitere wohnbereichsübergreifende Angebote in der Sonnenhalde stattfinden können. Mit nahezu 90% geimpfter Bewohner und Mitarbeiter werden dann Kaffeenachmittage, Andachten und kleinere Feste endlich wieder möglich sein. Somit kehrt ein Stück Normalität zu uns zurück. Kaffeefahrt nach Ettlingen.
Das herrliche Frühlingswetter verführte uns zu einem Ausflug und Spaziergang durch die malerische Ettlinger Altstadt. Gekrönt wurde das Ganze mit dem Besuch eines Eiscafés. Zum ersten Mal durften Bewohner aller drei Wohnbereiche zusammensitzen und die Sonne genießen. Möglich war dieser Ausflug, weil jeder der Teilnehmenden einen Impfschutz nachweisen konnte. Fast wie in alten Zeiten. Es ist schön, dass wir endlich wieder mit einer größeren Gruppe, bestehend aus Bewohnern aller Wohnbereiche, Ausflüge unternehmen können. Der idyllische Kurpark in Bad Wildbad lockte zu einem genussvollen Spaziergang. Zum Ausruhen standen zahlreiche Bänke zur Verfügung. Eine wohltuende Erfrischung boten die Schlemmereien eines Eiscafés. Die Wirtin hatte für unsere Bewohner die schattigsten Sitzgelegenheiten reserviert und kümmerte sich rührend um die Wünsche ihrer betagten Gäste. Unsere älteste Bewohnerin, Frau Sauer, Foto unten links, 102 Jahre alt, lebte mehr als 60 Jahre in ihrer Wahlheimat Bad Wildbad. Daher freute sie sich auch sehr, viele ihrer alten Bekannten zu sehen und begrüßen zu können. Neues aus dem Kindergarten am Ziegelrhein. Die Kinder und ihre Erzieherinnen erzählen unseren Lesern und vor allem den Sonnenhalde-Bewohnern anhand kleiner Berichte in lockerer Reihenfolge allerlei Neues aus dem Kindergartenalltag. Manche Leute sagen, dass der Löwenzahn wegen seiner Blätter diesen Namen bekommen hat. Die Blätter sind gezackt und erinnern mit etwas Fantasie an die Zähne von Löwen. Uns gefallen aber vor allem die wunderschönen Blüten, die uns an kleine Sonnen erinnern, und die Fliegerle pusten wir gerne weit über die Wiesen. Um den Sonnenhalde-Bewohnern eine kleine Freude zu bereiten, bastelten wir bunte Collagen. Bild links. Die gelben Löwenzahnblüten druckten wir mit einer Gabel. Diese wurde von uns zuvor in gelbe Fingerfarbe getaucht. Bild rechts. Das Bild der Pusteblume begann mit einem braunen Farbklecks und danach tupften wir die einzelnen Fliegerle mit einem Wattestäbchen außen um den Rand herum. Die Blätter vom Löwenzahn wurden mit echten Löwenzahnblättern gedruckt. Diese haben wir zuvor mit einem Schwamm mit grüner Farbe bestrichen, auf das Papier gelegt, überall leicht angedrückt und danach abgezogen. Und diese tollen Bilder haben wir euch mitgebracht. Emmy Jeuter und Manfred Leutz betrachten voll Bewunderung die liebevoll gestalteten Bilder der Kindergartenkinder. Impressum. Verantwortlich Ludger Schmidt. Redaktionelle Leitung, Textauswahl, Layout und Design Irmgard Behrendt. Lektorinnen Susanne Hoffmann, Petra Ried, Clemenza Randisi-Grimm. Sprecherin Ursula Radloff. Technische Umsetzung Udo Maas. Quellennachweis Bilder. Wir danken für die kostenlose Überlassung einiger Bilder von pixabay.de.
Patientinnen, liebe Patienten, mein Name ist Felix Meyer und in meiner Funktion als Regionaldirektor der Enzkreiskliniken freue ich mich, Ihnen heute unsere neue Wahlleistungsstation hier am RKH-Krankenhaus in Neuenburg vorstellen zu dürfen. Nach über einjähriger Bauphase freuen wir uns sehr, dass wir Ihre hohen Erwartungen in Sachen Servicequalität und Ambiente im Wahlleistungsbereich nun voll und ganz erfüllen können. Neben exzellenter Medizin hier am Standort versuchen wir auch im Bereich der Unterbringung damit neue Maßstäbe zu setzen. Hochwertige Materialien und ein ganz besonderes, modernes Einrichtungskonzept vermitteln Ihnen dabei eher den Eindruck, dass Sie sich in einem Hotel befinden, als in einem Krankenhaus auf einer Station. Unsere neue Wahlleistungsstation zeichnet sich insbesondere durch extrem große, wunderschön ausgestattete, hochwertige Zimmer aus, egal ob im Ein- oder Zweibettzimmerbereich. Unsere neue Wahlleistungsstation hier in Neuenburg hat eine Kapazität von 22 Betten aufgeteilt auf 5 Zweibettzimmer und 12 Einbettzimmer. Sogenannte Bedside Terminals, letzten Endes ein modernes Entertainment-System, direkt am Patientenbett steuern Sie Fernsehen, haben Zugriff auf Pay-TV wie beispielsweise Sky oder lesen digital Zeitschriften bereitgestellt über das sogenannte Share Magazine. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die Beleuchtungssituation, das Licht, die Jalousie oder auch die Raumklimatisierung zu steuern. Unsere großzügig ausgestatteten Patientenbäder zeichnen sich durch modernste und hochwertigste Materialien aus. In unserem exklusiv ausgestatteten Patienten-Lounge-Bereich haben Sie die Möglichkeit, Kaffee und frische Kuchen zu genießen. Ein ganz besonderes Highlight unserer Wahlleistungsstation hier in Neuenburg ist die Aussicht. Die Aussicht in das Enztal, die Aussicht auf das Schloss in Neuenburg. Ein Anblick, den Sie selbst gesehen haben müssen. Nach Start der Planung im Jahr 2019, Beginn der Bauaktivität im April 2020, sind wir froh, ein Jahr später und voll im Zeitplan unsere neue Station in Betrieb nehmen zu dürfen. Ich hoffe, unser kleiner Ausflug auf unsere neue Wahlleistungsstation hier in Neuenburg hat Ihnen gefallen und dass wir Sie, lieber Patient, liebe Patientin, künftig bei uns auf der Wahlleistungsstation hier in Neuenburg begrüßen dürfen. Und ich bin Bildhauer und Kunstmaler. Ich mache Skulpturen von Bronze, abstrakte und realistische Werke, erstmal von Bienenwachs. Ich modelliere mit Händen, Instrumente und direkt mit Feuer. Meine Meinung nach ist, dass die Skulptur hübsch, bestätigend und positiv sein muss. Meine Themen sind Frauen, Pferde und gespannte Körper. Ich habe einen Stil, der nur mein ist, die abstrakte Werke, mit meinen Formen und Interpretationen. Außer kleine Skulpturen kann ich große Skulpturen für öffentliche Raum machen. Wenn ich in die Stadt spaziere, vorstelle ich mich bewusst und unbewusst, wie ich überall Skulpturen einstelle. Wenn wir sagen, ein Künstler muss sich immer ausdrücken. Ich bin nicht sicher, dass das Wichtigste ist. Ich denke, dass uns die Künstler gefällt zu spielen. Wir sind Homo Ludens. Wir spielen mit Farben, mit Gips, mit Wachs. Wir verwandeln dieses Spiel in unseren Beruf. Für mich diese Antwort
ist das genaueste. Aber wir müssen zugeben, dass wir auch die letzten Ergebnisse leben. Wenn wir was Schönes machen, wir genießen. Es ist eine große Freude. Meine lieblingste Frage ist, was ist Sinn unseres Lebens? Und meine Antwort ist immer unser Sinn ist immer in Gott. Die schöne Beduinen, ein Märchen aus dem Orient. Vor langer Zeit saß der Kalif Muawiya an einem heißen Sommertag auf dem schattigen Balkon seines Palastes zu Damaskus. Er genoss die milde Luft des Tages, die ihn sanft aus allen Himmelsrichtungen umwehte. Von seinem Balkon aus konnte er nicht nur das weite Land überblicken, sondern sah auch hinunter nach Damaskus, der Hauptstadt seines Reiches. Um diese Tageszeit lag die Stadt menschenleer zu seinen Füßen. Nichts, aber auch gar nichts rührte sich, außer einem Mann, der sich eilig zu Fuß durch den Staub und die Hitze der engen Gassen herauf zum Palast quälte. Habt ihr den Elenden gesehen, der gezwungen ist, zu dieser Stunde des Tages auszugehen? Fragte der Kalif seine Berater. Darauf erwiderte einer der Bediensteten: O ja, mächtiger Kalif, aber vielleicht ist dieser Mann in großer Not und möchte eure Gnade erbitten, O Beherrscher der Gläubigen. Das mag stimmen. Wenn dem so ist, soll er sofort zu mir vorgelassen werden, rief der Kalif. Als der Mann einige Zeit später erschöpft in dem Palast angekommen war, wurde er sofort, wie vom Kalifen befohlen, in dessen Gemächer geführt. Dort warf er sich vor die Füße des mächtigen Herrschers und flehte mit bangen Herzen, jedoch mit lauter Stimme um Gerechtigkeit gegen das Unrecht, das er durch den Statthalter Merwan hatte erleiden müssen. Er klagte: O weiser Kalif, ich hatte eine Frau, die ich von ganzer Seele liebe. Sie war die Freude meiner Augen und mir mehr wert als mein gesamtes Hab und Gut. Nun geschah es, dass ich durch die Hungersnöte der letzten Jahre meinen ganzen weltlichen Besitz verloren hatte. Aus diesem Grund holte sich mein Schwiegervater, nachdem er von meiner misslichen Lage gehört hatte, mit Gewalt seine Tochter zurück in sein Haus. Ich klagte deswegen bei deinem Statthalter Merwan, doch anstatt mir Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, ließ er mich ins Gefängnis werfen. Er verlangte zudem, dass ich mich von meiner geliebten Frau scheiden lassen sollte, da er sie selbst zum Weibe nehmen wollte. Ich weigerte mich standhaft, trotzdem nahm er sie gegen meinen Willen zur Frau. Erst nach der Hochzeit und nachdem ich 1000 Foltern ausgestanden hatte, ließ er mich endlich frei.
Nun flehe ich dich an, o Beherrscher der Rechtgläubigen, mir endlich Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Als der Kalif das hörte, wurde er sehr zornig über das Verhalten seines Statthalters und schrieb eigenhändig einen strengen Verweis an ihn. Zudem ließ er diesen Brief durch einen besonderen Boten überbringen, der gleichzeitig auch den Auftrag hatte, die geliebte Frau des Arabers wieder in den Palast zurückzubringen. Der Statthalter Merwan vergoss bittere Tränen und tiefste Reue und flehte den Kalifen von Damaskus um Vergebung an. Auch trennte er sich sogleich von der Frau des Arabers und ließ sie mit dem Boten des Kalifen in Richtung Damaskus ziehen. Kurz nachdem sie im Palast des Kalifen angekommen waren, wurde die schöne Beduinin, die den Namen Saad trug, vor den Kalifen gebracht. Als dieser die Frau erblickte, stellte er fest, dass der Araber in keinster Weise übertrieben hatte. Die junge Frau, die vor ihm stand, war wirklich von außerordentlicher Schönheit und sanfter Anmut. Der Kalif unterhielt sich lange mit ihr und war überrascht von ihrer Klugheit und ihrer Natürlichkeit. Die junge Beduinin gefiel ihm so gut, dass er dem Araber den Vorschlag machte, ihm seine Frau Saad gegen die schönste Sklavin einzutauschen. Obendrein bot er ihm eine ansehnliche Summe Geldes an. Als der Araber das hörte, stieß er einen erbarmungswürdigen Schrei aus und rief laut klagend: Für alle Schätze des Kalifen würde ich meine geliebe Frau Saad nicht hergeben. O ich Unglückseliger! Über die Ungerechtigkeit des Statthalters Merwan habe ich mich beim Kalifen beklagt. Aber der Beherrscher der Gläubigen ist noch ungerechter. Gegen ihn kann ich nur noch am Thron des Weltenrichters mein Recht suchen. Daraufhin antwortete der Kalif: Ich will dir kein Unrecht tun. Überlassen wir die Wahl deiner klugen Frau. Sprich denn, Saad, mit wem möchtest du dein Leben lieber teilen? Mit mir, dem Kalifen, mit all meiner Macht und Herrlichkeit oder mit dem Beduinen in all seiner Armut und seinem elenden Leben in der Wüste? Die kluge Saad liebte den Araber ebenso wie er sie liebte und antwortete dem Kalifen ohne zu zögern: Beherrscher der Rechtgläubigen, mich blendet nicht der Glanz des Thrones, an dem ich keine Freude finden werde. Mein Gemahl ist mein alter und treuer Freund, mit dem ich die Tage des Unglücks verleben will, wie ich mit ihm auch die Tage des Glücks verlebt habe. Die Antwort der klugen Beduinen berührte und beschämte den Kalifen von Damaskus zugleich sehr. Er war so gerührt von dieser gegenseitigen Liebe und Treue, dass er augenblicklich den Araber mit seinem Weib in die Freiheit entließ, nicht ohne den beiden ein großzügiges Geschenk mit auf ihrem Weg zu geben. So wurde der Gerechtigkeit Genüge getan und der Araber konnte mit seiner lieben Frau Saad zurück in die Wüste ihrer Heimat ziehen. Hey du, ja du, stopp mal kurz, nicht weiter blättern. Lies mal bitte aufmerksam diese Anzeige. Warum, fragst du? Ist doch klar, weil sie für dich wichtig ist. Denn du bist doch auf der Suche nach einer Ausbildung, die dir Spaß macht, die sinnvoll ist und dir eine finanziell gesicherte Zukunft bringen kann, oder? Natürlich ist sie auch systemrelevant. Also,
Tue etwas für deinen erfolgreichen Start ins Berufsleben und bewerbe dich gleich für eine Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau. Dass auf dich nette Kolleginnen und Kollegen warten, versteht sich ja von selbst. So, worauf wartest du noch? Mit deiner Ausbildung zur Pflegefachkraft stellst du selbst die Weichen für deine erfolgreiche berufliche Zukunft. Einer Zukunft, an der du aktiv teilhaben solltest. Sie sind auf der Suche nach etwas Besonderem, etwas aus der heimischen Region, etwas Gesundem? Dann haben wir genau das Richtige für Sie, nämlich unsere Honigspezialitäten sowie die hochwertige Naturkosmetik aus der hauseigenen Imkerei des Seniorenzentrums Sonnenhalde. Egal, ob Sie etwas für Ihren eigenen Gebrauch benötigen oder ob Sie auf der Suche nach einem schönen Geschenk sind. Mit dem Kauf von Honigprodukten aus der Sonnenhalde-Imkerei erwerben Sie hochwertige, heimische Spezialitäten zum günstigen Preis und unterstützen gleichzeitig durch Ihren Kauf die Tierhaltung in dem Seniorenzentrum Sonnenhalde. Kommen Sie auf einen Besuch vorbei und überzeugen sich von der Vielfalt und der Qualität unserer hauseigenen Imkereiprodukte. Wir freuen uns darauf. So.